Oh, fuck yeah! Copy! For me, the most outstanding girl in the snow park in the past 10 years was, of course, JJ. It's for sure JJ. And that was, I don't know, I think the first crab show I saw, it was her. And I was super, super impressed by her riding and everything. Wo ich auf Lachs kam, bin damals, da hat's die vier Mädels gegeben, wo Park gefahren sind, intensiv. Und nach sind immer wieder Leute auf Lachs gekommen, Mädels, wo geblieben sind und durch Lachs so ein gigantisch gutes Snowpark bietet in allem, kommen da immer mehr Leute und man entwickelt sich so gut, dass sich die Mädels so entwickelt haben und sind immer mehr gekommen. Und also von vier sind jetzt, sage ich, wo ich wirklich gerade alle im Kopf habe, vielleicht 20. Und ich muss sagen, wo du immer wieder siehst, wo du auch den Fortschritt siehst, wo, ja, hat sich enorm entwickelt. Es ist also cool, es ist recht geil. So viele Frauen, die du siehst, im Park jetzt fahren. Weil früher hast du wirklich einfach deine vier Mädels gehabt. Und dann bist du auch halt immer mit den Jungs gegangen. Und ja, das ist dann schon immer ein bisschen. Ich war schon manchmal alleine wie unterwegs gewesen. Sharpshoot, das ist eine coole Truppe gewesen. Mit ihnen die haben mich wahnsinnig inspiriert in Sachen Style und dass man einen einfachen Trick so geil machen kann, wie man einfach mit Style macht. Und da haben sie mich wahnsinnig geprägt und ich bin immer recht auch stolz gewesen, wenn ich mit den Jungs mitfahren und hatte ich auch eine geile Episode filmen mit den Sharpshooters. Das war schon immer recht cool gewesen, ja. That was the first one, and then the next year they already had this little girls crab show or the park, and that's also where I started riding it. Wenn eine Frau das bei einer anderen Frau sieht, dann kannst du sie wie ermutigen. I was really, before I was a bit like nervous kind of, because they were all like the cool girls, and I was like, oh, okay, gotta go to Lux and film, but they were super nice, so it was a really cool session. And we just hiked most of the stuff, so we had like a really cool jam session. So that was nice. Got a lot of good friends from them. So yeah. Ich denke, das ist immer ein bisschen, wie du als Typ bist. Wenn du ein bisschen unter Druck stehst, dann entweder kannst du mir gehen oder du versagst dann eher, weil du so nervös bist, weil du das Gefühl hast, alle Leute schauen dazu. Also with her like mindset, because she doesn't care if there's guys around or anything, she just does her thing and she goes well with everyone, so that's cool. You can really see her, like, I think she inspired a lot of girls to just try and go and do stuff and don't care what other people think.
So that's really good. Also, das stimmt, man wird immer beobachtet, aber es ist immer, wie man es selber persönlich aufnimmt. Stört es einem wahnsinnig fest? Wird man jetzt wirklich so beobachtet? Wird man ausgelacht? Oder wenn sie einfach schauen, weil es ist eigentlich ein Public Park. Du musst einfach über dem stehen und das musst du ausblenden, weil es wird immer zugeschaut, aber es ist nie böse gemeint oder ausgelacht. Also, wenn du das Gefühl hast, du wirst ausgelacht, dann hast du aber den dann sagst du zu dir das selber. I mean, I think they don't care or they're happy about it. And otherwise, you shouldn't care. Ich denke, durch eben, dass ich mit den Jungs gefahren bin und ich unerschrocken in dem Sinn bin und es einfach mal machen oder gemacht habe, ja, umgekehrt tust du immer, aber du weißt nachher, man muss es anders machen, dass man eben genau nicht umkehrt. Aber. And I'm also happy about that the girls really start riding and not just be there, drink coffee and be like cool in the scene. So that's super, super nice. Ich habe es manchmal, ehrlich gesagt, noch fast genossen, wenn mir jemand zugeschaut hat, weil dann habe ich mehr gegeben. But I also feel like, I mean, I've been filming with guys a lot and riding especially, I mostly prefer riding with guys. Because there's just like this flow when you go and you don't think about it too much. Which with girls, they're like, are you sure? Should we really do it? And guys are just like, come on, go for it. Wow. Wenn ich immer sage, gebe nie auf, never give up, try again und einfach immer den Spass haben. Verliere nie den Spass. Yeah, there's a lot of people not like from here, but they just spend a lot of time here and I think also people just want to go ride together, especially with P60, because it's just perfect. You can go fast or slow and just wait a bit for each other. Mit der Wille. Muss ich sagen, sind wahnsinnig gute Frauen unterwegs. So I was riding down P60 and I was like, wow, we're like 8 girls and 3 guys, so that's really cool. Lux has a lot of girls riding here because everybody comes to Lux, so it's actually cool for the girls that they're not alone. Normally they are alone in the park, but Lux has a pretty solid girls scene actually here. What happened? I popped so hard, I never came back. I carry on no fucking beat, bitch. Yo, hey, hold up, dude. I just pulled up and I got a little bitch. Hold up, I just got on no fucking leash. Leash, hold up, pull up back, then I got chicks. Pull up back, then I got rats. Rats, I just pull back and get a lips. Yeah, I just pull back, then I rats. Yeah, bitch, you don't know, I don't play like the other niggas. I just know no vindicate. Then you know I beat the case. So let them be girls, kind of, just like be and do stuff.